Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch allen erstmal ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses Jahr reingerutscht und ich hoffe auch, ich bin gut in das Jahr reingerutscht, denn ich drehe ja diese Videos alle etwas im Vorlauf. Und ja, ich hoffe, wir hatten alle einen guten Start ins neue Jahr und könnt voller Tatendrang alles angehen, was wir uns in 2018 vorgenommen haben. Und ich habe mir gedacht, dass ich gleich zu Beginn 2018 euch einen kleinen Ausblick auf 2018 geben möchte. Auf die Bücher, auf die ich mich bisher richtig, richtig doll freue. Wo ich bisher weiß, dass sie erscheinen werden und wann sie erscheinen werden. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal. Und vielleicht findet ihr ja noch das ein oder andere Buch, wo ihr sagt, hey, das ist cool, das will ich auch haben. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal meine Liste mit den Büchern durch, die 2018 alle erscheinen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes vorweg, ich habe diese Liste hier nicht nach Datum sortiert. Das heißt, die kommen jetzt alle durcheinander. Das heißt, es kommt mal was, was im Februar kommt, dann vielleicht mal was, was im September kommt, dann wieder was, was im März kommt. Also es ist alles sehr durcheinander, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das alles noch durchzusortieren. Ich werde auch nicht zu jedem Buch was sagen können, weil das teilweise natürlich alles Fortsetzungen sind, aber es kommt doch das ein oder andere Buch raus, worauf ich mich schon sehr, sehr freue, was keine Fortsetzung ist. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Buch, was ganz unten auf meiner Liste steht, nämlich Angel Fall 3 von Susan E. Ich glaube, hierzu brauche ich nichts mehr sagen. Ich freue mich einfach so, dass dieses Buch jetzt im Januar rauskommt und ich diese Reihe damit auch beenden kann. Ich hatte ja in dem Video für meine Neuerscheinung für Januar schon was dazu gesagt, deswegen I'm so happy, dass dieses Buch jetzt rauskommt. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ebenfalls im Januar erscheint, und zwar ist das Wie die Stille unter Wasser. Das ist der dritte Teil zur Romance Elements Reihe und auch hier freue ich mich schon wahnsinnig, wahnsinnig doll auf dieses Buch. Wenn ihr wissen wollt, worum es in dem Buch geht, schaut in dem Neuerscheinungsvideo für Januar rein, da lese ich das nochmal vor. Ansonsten findet ihr alle Links zu den Büchern wie immer unten in der Infobox und dann könnt ihr da draufklicken und es auch bei Amazon lesen. Ich glaube, das wird sonst zu viel, weil ich glaube, das sind über 20 Bücher, die ich jetzt hier auf meiner Liste habe, deswegen werde ich jetzt hier nicht jedes Buch vorlesen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was auf meiner Liste steht, und zwar ist das Save Me. Das ist der erste Teil der Maxton Hall Reihe von Mona Kasten. Dieses Buch erscheint am 23. Februar und auch hier freue ich mich schon sehr drauf. Auch wenn Caldwell City ein Reinfall für mich gewesen ist, fand ich doch die Again-Reihe wirklich ganz, ganz toll und es lässt mich natürlich auf die neue Liebesroman-Reihe von Mona Kasten hoffen und ja, ich freue mich schon sehr, wenn Save Me dann im Februar erscheint. Die nächsten beiden Bücher, die auf meiner Liste stehen, sind beide von Nalini Singh, und zwar einmal Versprechen der Sehnsucht. Dieses Buch erscheint am 2. Januar oder ist wahrscheinlich inzwischen schon erschienen. Und ja, hier geht es um 4 Kurzgeschichten. Ich glaube, das ist ein erotischer Roman und ich liebe Nalini Singh, ihr Schreibstil, deswegen muss ich dieses Buch einfach lesen. Und das zweite Buch, was ich von Nalini Singh noch auf der Liste habe, ist Age of Trinity, Silbernes Schweigen. Das ist der erste Teil der neuen Staffel der Gestaltenwandlerreihe und auch hier freue ich mich schon wahnsinnig doll auf dieses Buch. Wenn ihr auch hier wissen wollt, worum es in diesen beiden Büchern geht, schaut in meinem Neuerscheinungsvideo vorbei. Da lese ich auch hier noch mal kurz was vor. Dann habe ich mir noch eine neue Adult-Reihe aufgeschrieben von einer Autorin, die ich dieses Jahr so ein bisschen für mich entdeckt habe, nämlich Sarina Bowen. Ich habe die Vermont-Reihe von ihr gelesen und ich war so begeistert von dieser Reihe. Die hat mir so gut gefallen und ich fand alle 3 Teile ganz, ganz toll und der zweite Teil war für mich der beste. Jude und Sophie waren einfach ein so tolles Paar und ich muss mich hier mal kurz umsetzen. Jude und Sophie waren für mich einfach das perfekte Paar und die Geschichte war einfach so herzzerreißend. Um mal auf den Punkt zu kommen, nächstes Jahr erscheint eine weitere Reihe bei uns von Sarina Bowen, und zwar die Ivy Years Reihe. Das ist eine New Adult College Geschichtenreihe und da erscheint der erste Teil Bevor wir fallen am 29. März und der zweite Teil Was wir verbergen erscheint am 29. Juni und auch hier freue ich mich schon wahnsinnig, wahnsinnig doll auf diese neue Reihe und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, in Amerika hat die Reihe inzwischen 8 oder 9 Bände. Also da ist sie schon relativ weit fortgeschritten. Aber ich freue mich, dass sie jetzt übersetzt wurde und wir sie dann auch bei uns lesen können. Ich bin da so happy drüber. Das nächste Buch erscheint am 9. Februar und auch hier freue ich mich schon wahnsinnig doll drauf. Und zwar ist das neue Buch von Samantha Young, Play On, Dunkles Spiel. Und ach, ich liebe Samantha Young, ne? Sie schreibt so, so tolle Bücher. Und ich hoffe wirklich, dass nächstes Jahr vielleicht noch der dritte Teil zur Hardware Love Story rauskommt. Ich würde diese Reihe so gerne weiterlesen, aber ich verstehe das, wenn man auch mal was anderes schreiben möchte, als immer nur eine Reihe. Deswegen freue ich mich jetzt trotzdem auf Play On Dunkles Spiel von Samantha Young und wie gesagt, erscheint am 9. Februar. Als nächstes auf meiner Wunschliste steht Verliere mich nicht. Dieses Buch erscheint ja ebenfalls am 26. Januar und ist der zweite Teil zu Berühre mich nicht, deswegen kann ich hier auch nichts dazu sagen, aber ich werde mir dieses Buch definitiv holen, denn ich möchte natürlich wissen, wie die Geschichte um Luke und Sage ausgeht. Das nächste Buch erscheint nächstes Jahr am 27. Juli und ist der vierte Teil der Romance Elements Reihe und heißt Wie die Erde um die Sonne und auch hier freue ich mich schon sehr wieder auf die Geschichte, denn
Brittany C. Cherry schreibt einfach ganz, ganz tolle Geschichten und ich mag ihren Schreibstil total. Ich muss sagen, ich finde das Cover vom vierten Teil nicht wirklich cool. Also mir gefällt es persönlich nicht, ist nicht mein Geschmack, aber es kommt ja auf den Inhalt an, nicht auf das Cover. Ne? Das müssen wir ja hier so festhalten. Machen wir weiter mit der nächsten New Adult-Reihe, die fortgesetzt wird nächstes Jahr. Und zwar erscheint am 25.05. die letzte erste Nacht. Und ich freue mich schon so drauf. Das ist der dritte Teil der First-Reihe von Bianca Iosivoni. Und in diesem dritten Buch geht es um TNT, also um Trevor und Tate. Und ich freue mich schon so, so wahnsinnig doll auf die Geschichte von den beiden. Und ja, wie gesagt, dieses Buch erscheint dann am 25. Mai und ich bin so happy und ich werde mir es auf jeden Fall holen und ich will mir eigentlich alle Bücher holen, die hier auf der Liste stehen. Und das nächste Buch erscheint auch wieder am 27. Juli. Und zwar heißt das Idol, gib mir die Welt von Kirsten Callihan. Das ist eine Rockstar-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das eine Reihe wird. Auf jeden Fall interessiert mich diese Geschichte sehr. Und ich mochte Kirsten Callihans Bücher bisher alle. Und ja, freue mich dann schon sehr auf Idol und werde mir dieses Buch auch auf jeden Fall holen. Am 14. Mai kommt mal wieder ein Buch von Jennifer L. Armentrout raus und zwar heißt das Und wenn es kein Morgen gibt. Und wenn es kein Morgen gibt, gehört zu der Reihe von The Problem with Forever. Mir fällt gerade gar nicht mehr ein, wie das auf Deutsch heißt. Bin ich bescheuert? Ihr wisst, welches Buch ich meine. Auf jeden Fall gehört dieses Buch mit zu der Reihe, also es gehört mit so in die Richtung von der Geschichte her. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn das am 14. Mai erscheint. Ihr wisst, ich liebe Jennifer L. Armentrout und ich werde von dieser Frau einfach jedes Buch lesen, was sie jemals rausbringt. Wuhu! Und ich hoffe ja immer noch, dass man ihre Wicked-Reihe übersetzen wird. Das würde mich echt mega interessieren. Die Wicked-Reihe, da geht es um Hexen und es ist eine Erwachsenen-Fantasy-Geschichte, ne, mit erotischen Anteilen, so wie die Gestaltenwandel-Reihe. Und ich denke, dass sie mir richtig gut gefallen würde. Oh. Jennifer L. Armentrout. I love it, I love it, I love it. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das Green and Blood von Amy Harmon. Das ist der zweite Teil zu Bird and Sword und erscheint ebenfalls am 27. Juli. In dem zweiten Teil geht es ja um den Nebencharakter Kiel aus dem ersten Teil und auch hier freue ich mich schon drauf. Ich möchte dieses Buch auch unbedingt lesen, auch wenn ich bei dem ersten Buch vieles zu meckern hatte. Ich mochte es trotzdem total und ja, freue mich deswegen auch schon sehr auf den zweiten Teil. Weiter mit einer Fortsetzung und zwar dem dritten Teil von Das Reich der Sieben Höfe. Dieses Buch erscheint am 9. März. Ich habe ja jetzt vor kurzem aus dem zweiten Teil gelesen und habe dieses Buch ja so gefeiert. Ich liebe, liebe, liebe den zweiten Teil von Das Reich der Sieben Höfe und bin jetzt so auf den dritten gespannt und ich bin so gespannt, was mit Feyre jetzt im dritten Teil passiert nach diesem krassen Ende und was mit den ganzen anderen Charakteren noch alles passiert und ich muss dieses Buch auf jeden Fall gleich holen, wenn es rauskommt im März und ja, freue mich da schon sehr auf den dritten Teil und das ist ja dann erstmal das Ende dieser Trilogie, also es soll ja dann noch eine Spin-Off-Reihe geben, aber für mich ist ja diese Trilogie dann erstmal abgeschlossen. Ich bin auch auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, um wen es in dieser Spin-Off-Reihe geht. Es gibt ja mehrere Charaktere, die dafür in Frage kämen und ja, ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ich denke mal, dass ich den Spin-Off auch noch lesen werde, weil diese zwei Bücher haben mich einfach komplett überzeugt und ich fand sie so toll und ach, danke Sina für diese tolle Empfehlung. Das nächste Buch kommt wieder im Juli raus. Irgendwie habe ich immer ein Buch im Juli, dann wieder ein anderes. Ein Buch im Juli, dann wieder ein anderes. Ja, auf jeden Fall, das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, kommt auch wieder im Juli raus. Und zwar am 23. und ist der zweite Teil von Stormheart. Und zwar Die Kämpferin. Ich hoffe, dass dieses Erscheinungsdatum jetzt nicht auch wieder mit verschoben wird, weil die Forever in Love-Reihe, der vierte Teil, ist ja immer noch auf unbestimmte Zeit verschoben worden vom Verlag, weil die Autorin ja an einer Augenkrankheit leidet und ich hoffe, dass Stormheart jetzt nicht auch noch verschoben wird und dass es beim 23. Juli bleibt. Aber ich glaube, hier ist der zweite Teil in Amerika schon erschienen, dass es damit also eigentlich keine Probleme geben dürfte. Und ja, hoffen wir mal, dass der zweite Teil von Stormheart erscheint. Ich fand den ersten richtig, richtig gut. Ich freue mich auf den zweiten und werde den auf jeden Fall nächstes Jahr gleich mitlesen. Die nächsten beiden Bücher, die ich euch zeigen möchte, gehören auch zu einer Reihe, die schon etwas länger existiert. Und es ist der 9. und 10. Teil, der nächstes Jahr zu dieser Reihe erscheint. Ich habe die ersten 4 Bücher gelesen. Ich habe jetzt noch den 5. und 6. zu Hause. Der 7. und 8. sind jetzt schon erschienen, die muss ich mir noch kaufen. Also ich hänge da so langsam echt hinterher und ich muss da mich echt mal ranhalten, dass ich da mal weiterlese bei der Reihe. Und zwar rede ich von der Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estept. Hier erscheint, jetzt muss ich wieder abspicken, am 1.3. der 9. Teil Spinnenherz und am 4.9. erscheint der 10. Teil Spinnenzeit. Und ja, ich muss mich da echt mal ranhalten und da einfach mal weiterlesen, denn sonst komme ich irgendwann nicht mehr nach. Wie gesagt, ich habe den 5. und 6. hier liegen und ja, das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch in Angriff nehmen, dass ich da bei der Reihe mal wieder up to date bin.
bleiben wir bei Jennifer Estep, denn am 3. April erscheint der dritte Teil der Big Time-Reihe und zwar heißt der Jinx und ich freue mich auch hier schon drauf, denn in dem dritten Teil geht es um Bella Bellucci und Bella Bellucci hat man im zweiten Teil schon kennengelernt und Bella hat eine ganz, ganz tolle Superkraft, die ist nicht ganz so einfach und ich glaube, die unter Kontrolle zu kriegen ist auch echt schwer und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Geschichte und möchte die auf jeden Fall lesen. So, ich musste mich jetzt mal kurz umsetzen, denn mein Rücken streikt so langsam. Machen wir aber schnell weiter, dass ich hier endlich mal aufstehen kann. Das nächste Buch, was ich rausgesucht habe, erscheint am 2. März und ich freue mich auch schon hier so wahnsinnig doll auf den zweiten Teil von Diabolik. Und der zweite Teil heißt Von Zorn entflammt und dieses Cover ist wieder wunderschön und passt so mega gut zum ersten Teil. Also es ist ja quasi das, was auf dem ersten Teil ist, nur ein bisschen anders, aber ich finde es so toll und ich fand Diabolik so, so gut. Das war ja ein Jahreshighlight von mir, definitiv 2017. Und ja, ich freue mich schon so, wenn der zweite Teil dann im März erscheint und ich werde mir dieses Buch sofort holen und lesen und verschlingen. Und ja, ich bin so happy und ich bin so gespannt, wie das mit Nemesis weitergeht und was da jetzt alles noch so passiert. Und ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich auf Diabolik 2. Auch ein zweiter Teil, auf den ich mich sehr freue, ist Ewig Wir. Das ist der zweite Teil der Deathline-Reihe. Dieses Buch erscheint, jetzt muss ich noch abspicken, am 10. April. Und ja, der erste Teil war ja auch richtig gut, war auch definitiv auch ein Jahreshighlight von mir. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Dilogie ist oder eine Trilogie. Ich lass mich da jetzt einfach mal überraschen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Geschichte von Josie und Ray weitergeht und bin schon sehr, sehr gespannt, was passiert. Denn das Ende vom ersten Teil war ja kein glückliches Ende in dem Sinne, sondern schon ein sehr, sehr dramatisches und trauriges Ende. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie es im zweiten Teil weitergeht und ja, freue mich da schon sehr auf Ewig Wir. Das nächste Buch erscheint am 2. Mai und ist von Gina Showalter. Und ich muss sagen, dieses Cover ist der Hammer. Ich finde dieses Cover wunderschön. Und zwar rede ich von Immerwelt, der Anfang. Es ist der erste Teil der neuen Reihe von Gina Showalter. Und ich finde dieses Cover so toll. Diese Sanduhr und diese Bilder, die in der Sanduhr sind. Und oh, das ist genau mein Geschmack. Dieses Cover trifft 100% meinen Geschmack. Es ist so, so toll. Und es ist ein Gina Showalter Buch und ich muss es lesen. Ich fand Alice im Zombieland toll. Ich mochte die Broken Hearts Reihe, die Atlantis Reihe und die andere Reihe habe ich noch nicht angefangen von ihr zu lesen, weil die auch unzählige Bände haben. Und ich mich jetzt erstmal durch meine ganzen Reihen hier durchkämpfen will, die ich zu Hause habe. Aber ich habe sie auf den Schirm und ja, ich freue mich schon auf Immerwelt von Gina Showalter und wie gesagt, das erscheint am 2. Mai und ich bin so happy darüber und freue mich schon sehr drauf und dieses Cover, ne, dieses Cover ist wunderschön. Das nächste Buch auf meinem Wunschzettel ist auch eine Fortsetzung und zwar zu Die Legende der vier Königreiche. Das ist der zweite Teil Vereint und ich muss auch hier mal abspicken. Das Buch erscheint am 3. April und auch hier freue ich mich schon wahnsinnig doll auf den zweiten Teil. Das ist auch der letzte Teil, diese Reihe ist nur eine Dilogie und ich bin happy, dass es nur eine Dilogie ist, denn ich muss dann nicht nochmal auf den nächsten Teil warten, sondern kann diese Reihe dann im April gleich mit beenden. Ich werde mir dieses Buch auch auf jeden Fall holen und gleich lesen. Und ja, ich freue mich schon so darauf, wie das mit M weitergeht. Gerade das Ende mit ihrer Schwester, das war so übel am Ende. Und ja, ich bin so gespannt und ich hoffe, es gibt ein Happy End. Und ja, ich fand dieses Buch einfach gut und freue mich auf den zweiten Teil. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Punkt. So, und bei den nächsten Büchern, die ich euch jetzt zeigen möchte, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht komplett ausraste. Denn ich habe das gestern Abend erst entdeckt auf Amazon und ich habe dann gleich Niki geschrieben und habe gesagt, Niki, oh mein Gott, oh mein Gott. Denn am 28. September kommt das neue Buch von C.L. Wilson raus. Und es ist so toll und das Cover ist so wunderschön. Der deutsche Verlag hat, wie sollte es anders sein, das Buch wieder auf zwei Bücher aufgesplittet, wie es bei Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, auch der Fall war. Aber das ist egal, denn beide Teile erscheinen am 28. September und diese Cover sind wieder so wunderschön. Ich blende sie euch hier ein. Und zwar der erste Teil heißt Die Wellen singen und der zweite Teil Wenn der Sturm tobt. Und ich freue mich schon so wahnsinnig doll auf diese beiden Bücher. Ich renne gleich in die Buchhandlung, wenn es die Bücher gibt und werde sie kaufen und lesen und verschlingen. Und Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, war echt 2016 das Jahreshighlight schlechthin für mich. C.L. Wilson hat mich hier komplett eingesaugt in dieses Buch, in diese Welt. Die Charaktere waren so unermesslich genial. Die Geschichte war so gut. Und ja, ich habe ja auch immer noch die Tyrant Soul Reihe von ihr, die ich noch lesen könnte, also als E-Books. Ne, die kriegt man ja auch nur noch schwer als Buch ran. Und da werde ich mir aber irgendwann die E-Books holen. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall so, dass diese beiden Bücher kommen am 28. September. Und wenn ihr auch, wie ich, C.L. Wilson-Fan seid, dann freut euch mit mir. Woohoo!
Ich bin so happy, ich freue mich da so drauf, das glaubt ihr gar nicht. Das ist, wenn man einmal so eine Autorin hat, ne, wo ein Buch erschienen ist, was einen so mega umgehauen hat, dann freut man sich so wahnsinnig doll auf die neuen Bücher und ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ach, die Wellen singen, wenn der Sturm tobt. Es ist so toll und wie gesagt, ich verlinke euch unten in der Infobox die Bücher, dann könnt ihr draufklicken und sie gleich euch auf den Vorbestellenzettel machen und ich freue mich so, ich bin so happy. So viel zu C.L. Wilson, machen wir weiter mit dem nächsten Buch und auch das ist eine Fortsetzung und zwar ist das der zweite Teil zu Königreich der Wälder, Auf immer gefangen heißt der zweite Teil und ich bin schon sehr gespannt, was Auf immer gefangen für uns bereithält. Ich fand den ersten Teil ja richtig, richtig gut, ich habe den sehr, sehr gemocht. Der zweite Teil erscheint am 25. Juli und ich habe es mir auf jeden Fall mit auf den Zettel geschrieben und ja, werde mir auch den Teil auf jeden Fall gleich holen, wenn er erscheint, wenn ich denn das nötige Geld dann dazu habe. Gott, ich werde nächstes Jahr sowas von arm. Das ist so übel. Naja, auf jeden Fall freue ich mich auf den zweiten Teil und lass mich mal überraschen, was da noch alles so passiert. Das Ende war ja auch, ich weiß, dass das Ende einen krassen Cliffhanger hatte und dass da noch was war mit der Magie, was da nicht so ganz hingehauen hat. Und ja, deswegen, ich freue mich. Ach, ich freue mich auf so viele tolle neue Bücher nächstes Jahr. So, eine Fortsetzung habe ich noch, die nächstes Jahr erscheint. Und zwar ist das der 10. Teil zu Die Gilde der Jäger von Nalini Singh, Engelsgift. Ich muss diese Reihe auch endlich mal weiterlesen. Ich habe ja die ersten beiden Teile nur gelesen bisher. Auf jeden Fall erscheint der 10. Teil am 27. April. Und auch da freue ich mich schon wahnsinnig doll drauf. Und ja, ich muss unbedingt die Reihe weiterlesen. Ich habe ja die ersten 6 Bände insgesamt hier. Dann fehlt mir ja nur noch der 7., 8., 9., dann wäre ich ja up to date. Aber ja, ich muss es mal lesen. Ihr wisst, mein Sub und so, ne? Da wird dann auch noch ein Video in den nächsten Tagen online kommen zu meinem Substand und wie das alles war letztes Jahr und ja, wie sich das entwickelt hat, aber dazu dann später mehr. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, dass die Gilde der Jäger fortgesetzt wird und dass der 10. Teil dann im April erscheint. So, 2 Bücher habe ich jetzt noch, die erscheinen im Februar, deswegen würde ich sie eigentlich in die Neuerscheinung im Februar mit reinnehmen, aber ich werde sie euch ganz kurz zeigen, aber zu den Büchern nichts sagen, denn sie kommen dann in den Neuerscheinungen vom Februar nochmal drin vor. Und zwar ist es einmal Fire and Frost, der erste Teil. Und ich finde auch hier das Cover richtig, richtig toll. Das gefällt mir unheimlich gut. Und ich finde auch, die Geschichte hört sich sehr, sehr interessant an. Aber wie gesagt, dazu dann mehr im nächsten Neuerscheinungsvideo. Das zweite Buch wäre Everless, Zeit der Liebe. Dieses Buch erscheint am 19. Februar. Und auch hier hat sich das ganz, ganz toll angehört. Und auch hier erfahrt ihr dann mehr im Neuerscheinungsvideo von Februar. So, und damit wären wir eigentlich am Ende. Und mir fällt gerade ein, ich habe ein Buch vergessen. Und zwar der dritte Teil von Götterfunke von Mara Wulf. Und zwar heißt der dritte Teil Verlass mich nicht. Der erscheint im März. Den habe ich nicht auf dieser Liste, sondern auf einer anderen Liste. Warum ich den auf der anderen Liste habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erscheint der dritte Teil von Götterfunke Verlass mich nicht auch noch mit im März und da freue ich mich auch schon wahnsinnig doll drauf und ja, ich bin so happy. Ich bin so happy über jedes einzelne Buch, was nächstes Jahr rauskommt und mein Sub wird sich bedanken. Oder ich bedanke mich bei meinem Sub. Naja, egal. Shit happens. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle jetzt auch nicht zu sagen. Und bevor mir jetzt hier noch meine Beine komplett wegschlafen und mein Rücken noch mehr wehtut, höre ich jetzt auch auf, hier rumzuerzählen. Wie immer gilt, wenn ihr noch Bücher habt, die nächstes Jahr rauskommen, wo ihr sagt, das musst du dir angucken, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Start in das Jahr 2018. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Dann macht's gut. Tschüss.